Tag zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. Kunst, und zwar vor Ort. Pottananda ist auf dem alten Klärwerk in Herne. Glück auf, Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet. Ein Vortrag im Rahmen der Emscher Kunst. Lasst euch überraschen, ich bin gespannt, komm. So, die Gesprächsrunde läuft gerade, das ist sehr interessant. Es sind doch einige Leute wohl verteilt hier heute zu Besuch. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte befasst, dann kann man lesen, dass 1996 die Kläranlage aus dem Dornröschenschlaf erwacht wurde und 2010 mal eben wachgeküsst wurde. Und zwar zur Emscher Kunstausstellung 2010. Da hat die Künstlerin Silke Wagner diesen Faulturm hier mit ihrem Projekt versehen. Und zwar hat sie die Außenhülle des Faulturms mit einem monumentalen Wandmosaik versehen. Ummantelt mit mehr als 600 Quadratmeter Fläche wie eine Bauchbinde den ganzen Faulturm zylindrisch im Mittelteil und befasst sich mit dem Titel Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet. Und dazu hören wir gerade eben hier die Gesprächsrunde. Wir befassen uns dann natürlich auch wieder mit Ruhrgebietsgeschichte. Und dieses Wandmosaik erzählt von 120 Jahren Ruhrgebietsgeschichte. Und zwar von den ersten großen Massenstreiks und Protesten aus dem Jahre 1889 bis hin zur politischen Entscheidung in der Einstellung der Steinkohlesubvention 2018. Ja, das Ganze habe ich natürlich nicht auswendig gelernt, sondern hier abgelesen. Trotzdem ist das ein außergewöhnlicher Ort und ein sehr interessantes Objekt und wie ich finde, eine tolle Idee, die dahinter steckt. Und man kann, wie ich gerade eben sehe, auch noch auf dem Dach des Faulturms hier die Aussicht genießen. Mal schauen, ob ich da noch hochkomme. So, mal wieder Treppen. Die gehe ich ja besonders gerne. Also ihr könnt mich jetzt mal eben begleiten auf das Dach des Faulturms, um das Panorama hier über die alte Kläranlage genießen zu können. So, das ist, wie ich finde, echt eine super Sache, total gelungen. Und ich freue mich, diesen besonderen Ausblick jetzt erleben zu dürfen. So, wer kann denn schon mal von sich behaupten, auf so einen Faulturm gestiegen zu sein? Und das Panorama hier ist wirklich fantastisch. Wieder ist das hier ein ganz hervorragendes Ruhrpott-Panorama. Da hinten ist die Halde Hohe Wahr zum Greifen nah. Und wenn man mal so rundum blickt, ja, da sieht man mal wieder, wie schön grün der Pott ist. Also ich freue mich, dass ich hier diese Gelegenheit bekommen habe, aus dieser tollen Perspektive mal wieder das Ruhrgebiet von oben zu erleben. So, und wenn man ganz nah rangeht, da sieht man auch, dass das wirklich ein Wandmosaik ist. Aus vielen, vielen kleinen Teilen zusammengesetzt. 600 Quadratmeter.